ja. Hier. So. Halt. Seht ihr, also unser Leben als Vegetarier, das läuft doch eigentlich ganz gut, oder nicht? Also wir haben jetzt hier schon ein paar Brote und wir haben ab und an mal Äpfel, wenn wir Bäume fällen. Ach nö, oder? Wo ist er denn? Der Andy. Enderman? Hallo? Ich habe Angst, dass ich den jetzt aus Versehen angucke. Na gut. Hoffen wir mal, dass er fern bleibt. So, also jetzt nur noch das Zeugs hier austauschen und dann das Wasser und dann bauen wir Haus. Versprochen. Mal gucken, ob ich das noch in der Aufnahme mache. Wahrscheinlich nicht, weil ich in einer halben Stunde weg muss. Und dann schaffe ich das eher nicht mehr unbedingt. Und wenn ihr jetzt fragt, hey Antonia, wo musst du denn hin? Dann sage ich es euch nicht. Haha. Ja, tut mir jetzt auch leid. Ja, vielleicht erzähle ich es irgendwann mal. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Also entweder. Ihr findet es irgendwie mal selber raus. Kann ja sein. Ist ja alles möglich. Oder vielleicht erzähle ich es doch irgendwann mal, wenn die Zeit gekommen ist. Ich kann ja ein paar Tipps geben. Man muss dafür lernen. Ja, das war eigentlich schon ein sehr großer Tipp. Und von daher muss ich dann nämlich auch noch mal ein bisschen die Sachen angucken, die wir da gemacht haben. Jetzt wäre natürlich so ein Inventory-Tweak ganz praktisch. Dann müsste ich da nicht dauernd gucken, ob ich jetzt noch Zeug dabei habe, sondern würde es einfach nachflutschen. Aber gut. Nicht so schlimm. Ich hoffe übrigens auch, das klappt alles mit der Aufnahme und so. Und auch, dass man die Lieder aus der Playlist hört und ich dann nicht hier nur irgendeinen Quatsch gesungen habe. Und ihr daneben sitzt und denkt, hä, was macht die denn da? Hä, ist die blöd oder was? Hier lauter so komische Sachen rumsingen. Hä? Ja, ich hoffe mal, man hört die Musik. So, hier setzen wir auch noch ein bisschen Erde hin. Und hier kommt auch noch Erde. Schon wieder. Hatten wir es nicht erst oder bilde ich mir das ein? Ich mach mal das nächste. So, mal gucken, wie das jetzt von oben aussieht hier. Ja, gut, das sieht jetzt noch ein bisschen seltsam aus. Vor allem wegen der Höhle hier und weil das da drüben jetzt natürlich noch so, ja, so messerküstenmäßig ist. Halt. Einmal hier und einmal hier. Halt.
Man müsste den Block schon treffen. Okay, dann wollen wir das Wasser mal fließen lassen. Halt. Ach nee, hier wollte ich ja noch zu Ende ruppen. Okay. Dann eher nicht. Na gut, dann kommt jetzt das Zeug noch weg. Und dann kommt das Wasser. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. So, das ist der Plan. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich mein Wassereimer jetzt dabei habe. Nee. Muss man dann erstmal aus der Truhe holen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das da gelassen habe. Um das Wasser dahin zu füllen. Ja, ich bin so schlau. Okay, ich hole jetzt meinen Wassereimer. Okay, jetzt renne ich auch mal ein bisschen, damit es nicht unbedingt noch sehr viel länger dauert, als es eh schon dauert. Und eigentlich kann ich mir da mal... Na gut, ich mache mir noch mal... Na gut. Noch zwei Eimer. Aber nur ganz, ganz, ganz ausnahmsweise. Weil wir haben jetzt nicht besonders viel Eisen und sonst wäre das richtig krasse Verschwendung. So, okay, dann rücken wir hier mal das Zeug weg. Mit der Schaufel bitte. Nein, lass mich. Lass mich. Und jetzt seht ihr auch, warum ich hier zurück. Nein. Das mit dem Wasser ist ein bisschen doof. So. Und hier auch noch. Na komm. Genau, jetzt können wir auch die Teile hier wegruppen, ohne dass da sehr viel passiert. Und hier haben wir jetzt nämlich das Problem. Der Höhe, wo wir es brauchen, dass wir es da nicht ansetzen können. Seht ihr? Das heißt, ich muss da wieder Erde hinpflanzen. Es tut mir leid, ich habe da wieder mal nicht mitgedacht. Wie so oft. Na komm, lass mich drauf, lass mich drauf. Na komm. Nee, hallo. Oh, ich hasse das. Mit Wasser arbeiten ist immer so eine doofe Sache irgendwie. Na gut, mal gucken, ob es schon geht. Ja, na also. So. Ja, das war schlau. Erstmal was essen. So. Ah, ich werde getrieben. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr spitze, dann ist es nämlich so, dass es erstens gerade Nacht wird. Und ich das einfach mal wunderbar nutzen werde, um die Aufnahme zu beenden. Obwohl ich jetzt noch nicht ganz fertig bin mit dem Wasser. Aber sonst schaffe ich das alles nicht mehr und komme nicht mehr rechtzeitig weg. Ja,
Genau, deswegen, ich danke sehr für die Aufmerksamkeit, wie auch immer. Und auf jeden Fall dafür, dass ihr mir zugeguckt habt. Und vielleicht hat es euch ja gefallen. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Und, ja, wie vorhin schon angesprochen, wem es nicht gefällt, der kann auch gerne einen Daumen runter geben. Der kann auch gerne mich deabonnieren, wie auch immer. Ich werde nicht zurückabonnieren. Ja, und mal gucken, ob wir schon schlafen können. Ja, gute Nacht und danke. Tschüss.